Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 12. Der Tod nimmt weg, die da sündigen. So wie die Hitze und Dürre das Schneewasser verzehrt. Hiob Kapitel 24, Vers 19. Die nächsten 4 Tage vergingen für Ariels vorübergehend dezimierte Schar ohne besondere Ereignisse. Daniel war selten bei den anderen, da er unter Anleitung Zoroanias und eines die Skriptura tragenden anderen Ureliten namens Pergel langwierige gymnastische Flugübungen machte, um sicherzustellen, dass seine linke Schwinge, deren Radiusknochen gebrochen gewesen war, auch wirklich ihre volle Bewegungsfreiheit wieder erlangte. Auch Maloriel bekamen Ariel und Rahel in diesen Tagen wenig zu Gesicht. Er fand nach einigen Aussagen keine Ruhe, konnte sich auf seine Meditation nicht konzentrieren und sonderte sich immer häufiger und vor allem immer länger von ihnen ab. Jedes Mal entnahm er, wenn er fortging, seinem Bündel ein Notizbuch. Feder und Tinte. Hatte er dies zu Anfang noch heimlich getan, so war es ihm offenbar bald gleichgültig geworden, ob seine Scharführerin und die Raphaelitin ihn dabei beobachteten. Am 2. Tag waren die beiden ihm unbemerkt nachgeschlichen und hatten beobachtet, wie er sich auf eine der Stadt abgekehrten, selten benutzten Flugplattformen kauerte und auf diesem einsamen, windumtosten Aussichtsplatz hektisch in seinem Buch zu schreiben begann. Ariel, die sich große Sorgen machte um Maloriel, wie um den Gesamtzustand der ihr anvertrauten Schar, wollte hinaus auf die Plattform eilen, um ihn zur Rede zu stellen und um ihm ihre Hilfe anzubieten. Doch Rahel hielt sie zurück. Die Heilerin beharrte darauf, dass der Ramelit brauche jetzt Zeit für sich und werde schon von ganz alleine zu ihnen kommen, wenn er sie ins Vertrauen ziehen wollte. Adonia schließlich musste weiterhin das Krankenlager hüten, auch wenn seine Pfleger ihm in Aussicht gestellt hatten, er werde zumindest die Jahreswendmesse in der Magna Basilika des Himmels zusammen mit seiner Schar besuchen können, wenn er sich wirklich schonte. Das tat er dann auch nach kurzem Gewöhnungsprozess ausgiebig. Der Gabrielit schien, zumindest für kurze Zeit, regelrecht Gefallen daran zu finden, sich zu pflegen und zu umsorgen lassen. Ariel und Rahel besuchten ihn regelmäßig, doch er schlief noch immer viel und war darüber hinaus seit seinem Unfall nicht gesprächiger geworden. So kam es, dass die Michaelitin und die Raphaelitin die 4 letzten Tage des Jahres 2644 allein verbrachten. Die einzige Ausnahme bildeten die Stunden, in denen Rahel auf eigenen Wunsch Anya und den anderen raphaelitischen Sorores auf der Krankenstation zur Hand ging oder ihnen einfach nur zusah. Das interessierte Ariel naturgemäß weniger, kam aber zu ihrer Freude auch nicht besonders häufig vor. Die beiden zierlichen Engel streiften nach Belieben durch den Himmel, sahen sich alles an, was sie interessierte. Obgleich sie einander nicht eingestanden, wussten beide, dass sie sich dabei durchaus nach Hiob Ausschau hielten, ohne allerdings den geringsten Hinweis auf seinen Aufenthaltsort finden zu können. Schließlich dehnten sie ihre Entdeckungszüge auch auf das nähere Umfeld der Engelszitadelle und einige der naheliegenden Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt aus. Wie immer in der letzten Woche des Jahres hatte sich eine ganz besondere Stimmung in Roma Aeterna breitgemacht. Es handelte sich um die besinnliche Ruhe, die aus der Gewissheit erwuchs, dass ein weiteres Jahr zu Ende ging, und der Betriebsamkeit der Vorbereitungen auf die heiligen Tage, Jahrwend und den Tag des Herrn. Wie immer würden diese beiden hohen Feiertage der angelitischen Kirche in der gesamten Stadt mit ausgedehnten Feierlichkeiten begangen werden. Diese besondere Mischung aus Innehalten und Fleiß griff bald auch auf den Himmel der Michaeliten über. Auf der Magna Loca herrschte in diesen Tagen ein noch regeres Kommen und Gehen als sonst. Und Ariel und Rahel gewöhnten sich daran, lange Runden in der kühlen Winterluft über dem weitläufigen Platz zu drehen, um diesem Treiben zuzusehen. Am frühen Abend des 30. Decemberii
geschah es, dass plötzlich das spitze, klagende Schreien einer Frau an ihre Ohren drang, das sich auf seltsame Weise vom allgemeinen Getöse des Platzes abhob. Diese Laute hatte nichts mit fröhlichem Festvorbereitungslärm zu tun. Hier war ein Mensch in Not. Die beiden Engel warfen einander einen raschen Blick zu. »Los!« sendete Ariel. Dann drehten sie eine enge Kurve und flogen rasch der Quelle des Geschreis entgegen. Überrascht stellten sie fest, dass hier nicht etwa eine Pilgerin belästigt wurde oder ähnliches. Die Quelle des Geschreis war vielmehr eine hübsche junge Frau, die von zwei hochgewachsenen Templern in michaelitischer Uniform über den Platz in Richtung Himmel geschleift wurde. Das kupferrote Haar der jungen Frau, sie konnte allerhöchstens Mitte 20 sein, war kurz geschoren. Ihre helle Haut war von Sommersprossen übersät. Sie war ausgesprochen hübsch und trug lediglich ein dünnes Baumwollhemdchen, das bei der kühlen Witterung keineswegs angemessen erschien. Sie wehrte sich verzweifelt und schrie wie eine Furie. Doch die beiden Ordenskrieger hatten sie mit ihren metallbeschlagenen Handschuhen hart an den Unterarm gepackt und zerrten sie stur geradeaus blickend zwischen sich dahin. Die bloßen Füße der Gefangenen schliffen dabei über den Boden und waren schon ganz blutig, doch ihre beiden Herrscher schienen sich dieser rücksichtslosen Brutalität gar nicht bewusst zu sein. Ihr Ziel war zweifelsohne die Brücke der Erkenntnis. Über diese, den Vorhof des Lichts und das Portal des Friedens, wurden jene in den Himmel gebracht, die sich des Bruchs der Gesetze der angelitischen Kirche schuldig gemacht hatten. »Lasst mich, ihr Schweine!« kreischte die Frau. Es war das erste Mal, dass Ariel und Rahel zusammenhängende Worte aus ihrem Munde vernahmen. »Ich habe nichts getan, er hat mich verraten.« Für einen Augenblick ließ der Templer zu ihrer Rechten sie los, aber nur, um sie mit der gepanzerten Faust mitten ins Gesicht zu schlagen. Ihre Unterlippe platzte auf und ihr Kopf sackte nach vorn. Während er sie wieder packte, ehe sie dem Griff seines Kameraden entgleiten und lang hinschlagen konnte, erklärte er dem bestürzt zusehenden Umstehenden seelenruhig: »Alles in Ordnung, Leute. Wir verbringen nur eine überführte Ketzerin in den Himmel. Hier gibt es nichts zu sehen. Geht weiter.« Mit diesen Worten ruckte er am Arm der offenbar Bewusstlosen und die beiden Templer schleiften sie weiter auf die Brücke der Erkenntnis zu. Rahel kochte vor Wut ob dieser gedankenlosen Brutalität und hätte am liebsten sofort eingegriffen. Doch ihre Scharführerin hielt sie am Arm zurück. Zu ihrem eigenen Erstaunen hörte Ariel sich senden: »Du hast recht. Ich will auch mehr über diesen Vorfall wissen, aber das müssen wir geschickt anstellen. Los, zu einer Flugplattform, aber schnell!« Und die beiden Engel stiegen steil empor in den Winterhimmel. »Es wird langsam zur Gewohnheit, dass wir fliegen, als sei der Widersacher selbst hinter uns her«, dachte Rahel, während sie hinter Ariel her der nächstgelegenen Flugplattform entgegenstob. Ohne innezuhalten und den beiden auf ihren rasanten Auftritt überaus erstaunt reagierenden, wachhabenden Templern nur beiläufig zunickend, rauschten sie durch einen Verbindungskorridor in Richtung Herzleitung. »Dem Herrn sei Dank, dass wir mit Daniel so ausgiebige Flugmanöver geübt haben«, sendete Ariel, die entschlossen vorausflog. Als sie in belebtere Bereiche des Himmels vordrangen, mussten die beiden Engel notwendigerweise ihr dem Ort vollkommen unangemessene Hast etwas zügeln, um nicht unangenehm aufzufallen. Doch als sie so beiläufig wie möglich in den Eingangsbereich vorstießen, in denen das Portal des Friedens mündete, sahen und hörten Rahel und Ariel zu ihrer Erleichterung, dass sie nicht zu spät kamen, um das weitere Schicksal der verhafteten Frau zu beobachten. Die beiden Michaelistempler hatten mit ihrer menschlichen Fracht offenbar auch ihre liebe Not gehabt. Sie war wieder zu sich gekommen und wand sich im Griff der beiden Ordenskrieger, als habe der Veitstanz sie gepackt, und stieß mit zunehmender, heiserer werdender Stimme abwechselnd Verwünschungen, Obszönitäten und Unschuldsbeteuerungen aus. Doch die beiden führten sie nur mit stoischer Miene in Richtung des Bereiches diesseits des Vorhofes der Gnade. Zwar blieben einige Monarchen und Beginen, denen sie begegneten, stehen und beäugten die kreischende Frau neugierig, doch offenbar genügte der Anblick der beiden entschlossenen, dreinblickenden Templer, um alle Bewohner des Himmels zu überzeugen, dass hier alles mit rechten Dingen zuging. Als die Frau erkannte, dass sie scheinbar von niemandem hier Hilfe zu erwarten hatte, egal wie kläglich sie auch um Gnade flehte, sackte sie im Griff der beiden Gerüsteten zusammen und begann haltlos vor sich hin zu schluchten. Es schien, als sei sie mit einem Mal jeder Widerspruchsgeist aus ihrer gewichen.
Von ihrem Ausguck auf einer Balustrade einige Stockwerke höher und schräg gegenüber sahen die beiden Engel, wie die Templer mit ihrer Gefangenen in dem Trakt verschwanden, in dem sich, wie sie von ihren Streifzügen der vergangenen Tage wussten, nur langweilige Lagerräume befanden. Allerdings erinnerte sich Ariel auch nur zu gut daran, dass ein kleiner Novizer, mit dem sie unterwegs ein Gespräch geführt hatte, erzählt hatte, in den hinteren Bereichen des Lagertraktes gäbe es eine geheimnisvolle Treppe nach unten mit einer verglitzerten Tür zum Treppenhaus, die zu jeder Tages- und Nachtzeit von einem Templer bewacht wurde. Bisher hatte sie das für Hirngespinste des Jungen gehalten, mit denen er sich für die Engel interessant hatte machen wollen. Ariel bemerkte, dass Rahel sie von der Seite erwartungsvoll ansah. Sie seufzte, reckte sich und sendete: »Schar, ich brauche euch alle. Wir treffen uns so schnell wie möglich in Adoniels Krankenzimmer.« Es dauerte tatsächlich nicht lange und die vier nicht bettlägerigen Schar-Mitglieder standen um Adoniels Krankenlager herum. Während er sich über die Abwechslung im Gleichmaß seiner Tage auf der Lazarettstation freute und das auch klar zum Ausdruck brachte, machten weder Daniel noch Maloriel mit dem mürrischen Gesicht als Letzter das Zimmer betreten hatte, einen Hehl daraus, dass sie sich von Ariels Ruf gestört fühlten. »Ich hoffe, du hast einen wichtigen Grund, uns hier zusammenzutrommeln, Ariel«, brummte der Ramelit und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich denke schon«, sendete Ariel und übermittelte ihren Schargeschwestern im Geiste eine kurze Zusammenfassung dessen, was ihr und Rahel in der letzten Stunde widerfahren war. »Und nun hast du Zweifel, ob da alles mit rechten Dingen zugeht«, rundete Adoniel ihren Bericht ab, als sie geendet hatte. »Ja.« Noch in ihrer geistigen Botschaft spürten die anderen den Zwiespalt, in dem sich Ariel befand. »Ich bin sicher, dass die beiden etwas Übles im Schilde führen. Aber trotzdem, wie kann ich an der Richtigkeit des Zuns zweier Templer zweifeln? Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich komme mir vor, als sei ich kurz davor, die angelitische Kirche zu verraten.« »Sieh mal, du hast doch eine Schar«, brummte der verletzte Gabrielit. »Du bist unsere Seele, Ariel. Wir vertrauen dir und du vertraust uns. Da brauchen wir den Rest der Kirche nicht. Es gibt nichts Stärkeres als die eigene Schar.« Die anderen starrten ihn erschrocken an. Was er da gesagt hatte, grenzte an Ketzerei. Und doch hatte Adonia im Grunde nur ausgesprochen, was sie alle gedacht hatten. »Vielleicht ist dies so etwas wie eine Bewährungsprobe für unseren Glauben«, warf Maloriel ein, um die Situation etwas zu entschärfen. »Es gibt viele Geschichten, in denen überliefert ist, dass es dem Herrn gefällt, seine treuen Diener zu prüfen. Er stellt sie in scheinbar ausweglose Situationen und ihr Glaube weist ihnen den Weg.« Ariel warf ihnen einen kurzen, dankbaren Blick zu, schien aber nicht weniger verwirrt zu sein. »Wenn ihr sie doch alle hättet sehen können. Ich bin mir ganz sicher, dass diese junge Frau unsere Hilfe braucht. Ach, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll.« »Was immer du entscheidest, Ariel, mein Bogen ist dein«, sagte Daniel feierlich. »Wie Adoniel schon sagte, du bist unsere Seele. Wir vertrauen dir und wir folgen deiner Entscheidung.« »Haltet euch bereit«, sendete Ariel. »Ich werde zunächst allein gehen, um herauszufinden, wohin man sie gebracht hat.« »Warum du allein?«, fragte Adoniel. »Das halte ich für zu gefährlich.« »Ich bin Michaelitin«, erwiderte Ariel schlicht. »Von uns allen werden mir hier im Himmel meines Ordens die wenigsten Türen verschlossen bleiben.« Außerdem, grinste sie in plötzlicher Erheiterung, siehst du nicht aus, als seist du im Moment imstande, mir Geleitschuss zu bieten. Alle lachten. Es tat gut, mit der Schar zu lachen. Ariel schickte sich an zu gehen, blieb aber in der offenen Tür noch einmal stehen und warf über die Schulter einen Blick zurück zu Maloriel. Ich fühle mich, als würde ich noch eine ganz andere Schwelle überschreiten, als die dieses Krankenzimmers, sendete sie so, dass nur ihr Freund mit der silbernen Mähne es hören konnte. Eine, über die ich nie mehr zurückkehren kann. Dann ging sie. An der nächsten Gangbietung erreichte sie Maloriels Antwort. Dann willkommen auf meinem Weg, Schwester. Ich bin schon ein paar Türen weiter. Ohne Zwischenfälle erreichte Ariel den Lagertrakt. Als sie lautlos und unbemerkt durch die schlichte Metalldoppeltür geschlüpft war, kam sie sich vor, als habe sie eine geheimnisvolle, aufregende andere Welt betreten. Der gesamte Trakt lag in den Eingeweiden des Himmels
und hatte keinerlei Fenster. Das einzige Licht in den langen, schmalen Korridoren, von denen es durch Schiebetüren in zahllose kleine und größere Lagerräume ging, stammte von sehr spärlich verteilten, unruhig flackernden Pechfackeln, die Ariels Schatten beim Umherhuschen in Form seltsamer, fließender, mehrdeutiger Gestalten auf die Gegenwände warf. Ariel war fasziniert von dieser neuen Umgebung, denn neugierig war sie schon immer gewesen. Doch es wirkte auch beängstigend auf sie, allein hier unten unterwegs zu sein. Ihre Lehrer hatten sie in ihrer Ausbildung auf die unmöglichsten taktischen und strategischen Problemstellungen vorbereitet. Doch so ganz allein, ohne die Hilfe ihrer Schar, auf eine Erkundungsmission zu gehen, von der sie nicht einmal sicher war, ob sie nicht den Interessen der angelitischen Kirche zuwiderlief, das war Neuland. Nach einer Weile umrundete Ariel die Ecke eines Ganges und blieb wie angewurzelt stehen. Vor ihr lag eine Tür, die genau der Beschreibung des kleinen Novizen entsprach. Den Wache stehenden Templer eingeschlossen. Auch er trug michaelitische Templertracht und registrierte Ariel sofort. Auf einem Hocker neben ihm stand ein Tonkrug mit dazu passendem Becher, daneben lag ein angebissener Reiskuchen. Das Herz der Michaelitin klopfte bis zum Hals, und am liebsten hätte sie sich umgedreht und wäre zu den anderen zurückgerannt. Doch es war zu spät. Er hatte sie bereits gesehen. Ariel holte tief Luft, straffte sich und ging, wie sie hoffte, stolz erhobenen Hauptes zu ihm hinüber. »Sei gegrüßt, Engel des Herrn«, eröffnete der Mann das Gespräch. »Was führt dich her?« Ariel wusste nicht recht, was sie sagen sollte. »Ist hier vor kurzem eine Frau eingesperrt worden?« Der Templer beäugte sie misstrauisch und neigte sich ein wenig vor. Ariel roch seinem Atem und hätte, wenn sie es gewollt hätte, die Bartstoppeln in seinem Gesicht zählen können. »Ja, wieso?« Jetzt galt es geschwind zu denken. Ariel machte sich noch etwas größer. »Ich bin hier, um sie zu verhören.« Der Mann sah unschlüssig auf sie hinunter. In seiner Miene rangen das Misstrauen und eine neue Regung, von der Ariel hoffte, es handelte sich um das schlechte Gewissen einem Engel gegenüber, miteinander. »Du auch, Engel?« »Das ist nicht das, was mir gesagt wurde.« »Kein Wunder«, blaffte Ariel. »Das ist auch ein ganz neuer Befehl von...« Sie zögerte unmerklich. »Von Prior Emaus.« »Um des Herrn Willen«, dachte sie, »dafür werde ich ins Fegefeuer kommen.« »Das ist etwas anderes«, nickte der Templer. »Ich dachte schon, du zweifelst an den Worten eines Engel des Herrn«, schob Ariel nach. »Das würde mir nie in den Sinn kommen«, versicherte der Mann eifrig, hob den schweren Riegel der Tür hinter ihm zurück und ließ Ariel eintreten. Mit einem tiefen Seufzen stieg die Michaelitin hinab in die geheimen Eingeweide des Himmels. Der Weg, die gleichförmige, unglaublich lange und sich in weiten Spiralen windende Treppe hinab, war anstrengend. In regelmäßigen Abständen steckten auch hier blackernde Fackeln in eisernen Ringhaltern an der hell gekalkten Wand. Ansonsten unterbrach nichts die Monotonie des Abstieges. So langsam gewöhnte sich Ariels Augen an das Dämmerlicht. Hier unten war nichts mehr zu spüren vom Prunk des offiziellen Himmels. Ariel war es, als schleiche sie durch ein Niemandsland, dessen Gesetzmäßigkeiten und Gegebenheiten sie nicht einzuschätzen vermochte. Bald fühlte sie sich erschöpft. Vertat sie hier vielleicht nur ihre Zeit? Dann rief sie sich ins Gedächtnis, dass ihre Schar jetzt oben um Adoniels Krankenlager versammelt war, sie in Gedanken begleitete und auf sie baute.
Vielleicht hatte Maloriel ja recht. Und dies war eine Bewährungsprobe, die der Herr ihr auferlegte, um die Festigkeit ihres Glaubens und ihre Hingabe an die Mission der angelitischen Kirche zu prüfen. Überhaupt, Maloriel. Sie hatte das Gefühl, zwischen ihr und dem Rameliten sei immer noch etwas Unausgesprochenes. Doch das musste warten bis zu einem anderen Tag. Jetzt war sie vollauf damit beschäftigt, sich diesem unheimlichen Gewölbe und dem, was möglicherweise in seinen Tiefen auf sie wartete, zu stellen. Ohne noch ein einziges Mal zurückzuschauen, nahm sie eine weitere Stufe und noch eine Stufe nach unten, entschlossen, ihr Ziel, die Zelle der geheimnisvollen Frau, zu erreichen. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Und sie musste endlich an einen Ort oder zu einer Person, wo sie Antworten finden konnte. Einige weitere Minuten später war Ariel dem Ziel ihrer Suche einen Schritt näher. Das Treppenhaus mündete in einen ebenso spärlich beleuchteten, scheinbar endlosen langen Gang, der sich in der Ferne im Schatten verlor. Die Wand zu ihrer Linken war massiv und trug in regelmäßigen Abständen die seltsam bekannten Fackelhalter. Das Licht der Fackeln sorgte dafür, dass hier unten, wie schon auf der Treppe, alles in die Farben goldbraun und schwarz getaucht war. In der rechten Wand zweigten ebenfalls in regelmäßigen Abständen weitere Gänge rechtwinklig ab. Aus dem ersten davon drang eine leise Stimme. Obgleich Ariel keine Worte ausmachen konnte, tippte sie dem Klang nach auf einen männlichen Sprecher. So lautlos wie möglich schob sich Ariel an der rechten Wand entlang auf den Abzweig zu. Sie erreichte die Ecke und konnte in den Seitengang spähen. Vorsichtig, den Rücken so flach an die Gegenwand gepresst, wie es ihre Flügel zuließen, riskierte sie einen ersten Blick in den Abzweig. Auf dessen gegenüberliegender Seite befand sich eine Zelle, die allerdings nicht so aussah, wie Ariel es erwartet hatte. Sofort blieb sie wie angewurzelt stehen. Statt der üblichen massiven Wand mit lediglich einer schmalen Zellentür bestand die gesamte gegenseitige Wand aus Gitterstäben, die so eng nebeneinander in den Boden und der Decke verankert waren, dass Zellinsassen sich nicht dazwischen hindurchquetschen konnten. Es stank nach Exkrementen und Angst. In diesem Kerker hier unten erinnerte nun endgültig nichts mehr an das, was Ariel aus dem Himmel gewohnt war. Im Inneren verfügte die Zelle nur über einen fauligen Strohhaufen, auf dem wie ein ängstliches Tier zusammengekauert die gesuchte Frau lag. Doch Ariel konnte sich nicht recht darüber freuen, dass sie fündig geworden war. Ihr Blick verweilte nur kurz auf der Gefangenen am Boden, registrierte, wie nebenbei, dass ihr dünnes Gewand zerrissen worden war, und wurde dann wie magisch angezogen von dem Wesen, das vor der ebenfalls aus Gitterstäben bestehenden Tür zur Zelle stand, hoch aufragend mit dem Rücken zum Gang und die Hände in die Hüfte gestemmt. Ansonsten konnte Ariel von der Gestalt nicht viel erkennen, denn die gewaltigen Schwingen auf ihrem Rücken versperrten den Blick auf ihren Träger. Aus der Körperhaltung schloss sie, dass er auf die junge Frau hinabstarrte. Ein Detail aber grub sich in Ariels Gesicht. Die Schwingen dieses hünenhaften Engels waren pechschwarz. Namenloses Entsetzen erfasste die Michaelitin. Ein schwarzer Engel. Ein Engel, der zum Herrn der Fliegen übergelaufen war. Es gab sie also wirklich. Und sie hatten Verbündete unter den Michaelis-Templern. Der schwarze Engel betrat die Zelle. Gleich würde er sich umdrehen, um die Tür hinter sich zu schließen und sie dabei zweifellos entdecken. Ohne einen weiteren Gedanken an Heimlichkeit zu verschwenden, wirbelte Ariel herum und jagte die Treppen hinauf.
Nichts wie weg hier. Hier herrscht der Tod. Und während die Michaelitin vermeintlich um ihr Leben rannte, sagte der Engel mit den schwarzen Schwingen drunten in der Zelle zu der Gefangenen: Sei gegrüßt, Uma. Mein Name ist Ashkanael. Dein Leben liegt in meinen Händen. Was willst du von mir? Fragte die junge Frau ängstlich und hob den Kopf, um den Engel anzusehen. Sie hatte viel mit Engeln zu tun, Engeln aller Orden und Ausbildungsgrade. Dieser hier war ein Gabrielit, der die Skriptura trug. Er kannte Uma mit Kennerblick. »Ich will nur mit dir reden«, sagte er mit tiefer, sanfter Stimme und verschränkte die Arme so, als wolle er signalisieren, dass er sich auf ein längeres Gespräch einrichtete. »Warum erzählst du mir nicht von deinen Kindern?«